Willkommen zurück, meine Freunde. Ab in die Altmauer, um mit Roter Reißzahn zu reden. Bin gespannt, ob sie wirklich einen roten Reißzahn hat. Kills in Shadow, can Beastman sense the magical field that the spires radiate? Mean bitter thrumming in back of throat makes Beastwoman's lips curl. If was better mystic like Broodmother could see where Earthblood beats through spire. Thank you. Future readers, if I have them, will appreciate your insight. Okay. Nice. Also hier wird sicherlich... Dieser Kristall hat es irgendwie geschafft, sich durch die Basis des Turms zu bauen. Oh, hier müssen wir wieder ein Dings eingeben. Der wird wahrscheinlich hier sein. Roter Reißzahn, speichern. So, das müssen wir jetzt hinkriegen. Vernünftig. Roter Reißzahn. Die Tierfrau neigt den Kopf zur Seite und lauscht. Ihr Ohr zuckt einmal, zweimal und ihre Augen verengen sich misstrauisch. Wer tappt da? Weich, weich, langsam. Wer hat Mut, sich Roter Reißzahn zu nähern? Wachaugen von Altmauern, Lager der Steinpirscher. Pirschmensch, schnell, schnell, erkläre. Sie grinst grimmig. Ihre Zähne sind so fleckig und braun, ich dachte rot, wie ihre schlammfarbenen Augen. Sonst reißt Roter Reißzahn Eindringlingen Kiefer aus Kopf. Der Disput, den ihr mit den Erdhexen habt. Wir können ihn friedlich beilegen oder durch Blut vergießen. Eisenhaut, die nach Tod und Lügen stinkt, kommt zu Tierfrau angekrochen. Will um Frieden winseln? Knurrend und japsend und mit aufgestelltem Fell trottet sie auf dich zu. Nein, Mensch, Geschmähte werden keinen Frieden mit Tierfrau haben. Sie heult vor Zorn und springt dir an die Kehle. Ah, toll. Na gut, dann hauen wir sie alle um. Gut. Alter! Was geht hier ab? Das ist die große Frage. So, der eine da ist schon fast tot. Jetzt muss ich hier mal alle Register ziehen. Wieso geht er nicht drauf? Okay. So, was haben wir denn jetzt noch Geiles? Ich weiß nicht, ob die hier gut brennen. Nicht so geil, wie ich mir das vorgestellt habe. Alter, ey, der kriegt richtig in die Schnauze, ne? I'll take care. Nice Scheiß. Okay.
Ja, die hauen wir jetzt so um. Mal hier so ein Knall. Boom. Schade Schokolade. Aber sie wollte es so. Da können wir jetzt nichts gegen machen. So, was haben wir hier? Azur-Schild. Oh, Azur-Wächter. Tiermenschenklaue. Deine Macht hat sich erhöht. Du hast das Azur-Schild. Können wir das Barrack anlegen? Dann hat er nicht mehr so viel parieren und so, aber... Nice. So, was haben wir hier? Indem du die Kohle reibst, erhältst du einen verschwommenen, aber richtig proportionierten Abdruck des uralten Reliefs. Mit genügend gesammelten Abdrücken könntest du vielleicht die ursprüngliche Form der Rune rekonstruieren. Ja, das haben wir ja schon ein paar Mal. Ah, warte mal, hier ist noch was drin. Schriftrolle, Sigil, stolze Magie, lernen. Okay. Was haben wir denn hier? Schriftrolle, Sigil. Ach ja, das hatte ich ja gekauft aus Versehen. Okay. Can't do that. I had a copper ring for every glyph I've sketched today. Hm, scheiße. Slow and steady. Für diese haben wir noch keinen. Haben wir, glaube ich, noch keine... Unvollständige Kohlezeichen von Turm der Aurora. Ja, vielleicht können wir das aber vervollständigen. Turm der Aurora. Sind wir da gerade? Bin mir gerade unsicher. Gucken wir uns das mal an. Okay, gehen wir mal davon aus, dass das so weitergeht. Hier Halbkreis, Halbkreis. Also erstmal hier diesen Zacken. Machen wir erstmal diesen Zacken. Oh Gott. Oh Gott. Mal einer alleine reicht. Consider it done. Ah! Ich messe die Steuerung echt assi. So. Dann haben wir hier diesen Halbkreis, also diesen Kreis. Der dann hier weitergeht. Bisher waren die ja alle symmetrisch. Dann sollte es das gewesen sein. Haha! Easy. Geil, Omat. Und der nächste Turm ist unser. Hammermäßig. Leute, guck mal, Turm. Oh, nice.
Das inzwischen vertraute Licht des Turms strömt himmelwärts. Es verblasst am Horizont in der Richtung, in der Vendriens Brunnen liegt. Du spürst, wie der Boden unter dir nachgibt und verschwindet, als du dich der Wärme der Energie hingibst, die dich umfängt. Der Turm der Aurora in Kluftglanz fühlt sich rabiat und unruhig an, als würde er sich selbst aus der Erde graben, wenn er die Kraft dazu hätte. Die Steine sind zwar sauber, fühlen sich jedoch blutverschmiert an. Die Rituale und Aufwühlungen des Steinmeers haben diesen entlegenen Ort im Laufe der Jahre verzerrt. Du spürst die Energie aus dem Boden aufsteigen und mit überbordender Begeisterung Hals über Kopf ein Band mit Vendriens Brunnen knüpft. Tötet im Schatten. Fühlt sich gut an, schmeckt wie Blut auf Zunge, fühlt sich an wie Verwandtschaft und Töten und Krallen in Fleisch hauen. So wilde Macht. Fühlt sich an wie Jaulen und Winseln in Schatten von rauem Stein. Lantry, bin ich das oder bewegt sich das magische Feld dieses Turms in Wogen? Dieser Ort scheint mit deiner Anwesenheit zum Leben zu erwachen, gerade so wie beim Turm des Berges. Nur ist es hier statt eines konstanten Arkansummens ein unterbrochenes Schaben und Rufen. Kein gleichmäßiges Summen, eher ein unbeständiger Chor? Ein Wasserfall vielleicht? Ich weiß nur das eine mit Sicherheit. Eines Tages werde ich eine Abhandlung über diese Türme schreiben, um die mich, naja, die Handvoll Weisen, die noch übrig bleiben, beneiden werden. Beric, ich kann die Tiermenschen sogar von hier oben noch riechen. Ihr Gestank ist so stark wie das Edikt. So, Übungsgelände oder Lazarett? Wenn du ein Übungsgelände baust, kannst du die besten Skill-Lehrer in den Stufen rekrutieren. Nachdem das Übungsgelände gebaut ist, erhältst du einen Bonus auf Genauigkeit, Athletik und List. Lazarett. Das Lazarett ermöglicht es dir, Tränke und andere Verbrauchsgegenstände zu brauen. Nachdem das Lazarett gebaut ist, erhältst du einen Bonus auf Ausdauer, Wille, Magie und Verteidigung. Ja, dann bauen wir das Lazarett. Jawohl! Erstmal und dann das andere können wir dann in dem nächsten Turm. Es wird sicherlich im Zuge der Mainquest dann noch freigeschaltet. Hallöchen! Ui! Das nenne ich mal ein Lazarett. Turmarbeiter. Sirin. Alchemist Ambro. Ah, Schicksalsbinder. Willkommen im Lazarett des Turms, Schicksalsbinder. Wie du siehst, ist hier alles in Ordnung und unter Kontrolle. Der Alchemist nickt und lächelt. Was kann ich hier machen? Wir haben gleich hier eine Alchemiestätte. Solltest du Tränke mischen wollen, wir stellen selbst natürlich auch ein bescheidenes Maß an Tränken her. Du musst nur fragen, dann zeige ich dir, was wir zur Verfügung haben. Was hältst du von dem Turm? Der Alchemist schaut mit bangem Blick zum Rande des Turms. Dies ist gewiss ein irregulärer Ort zur Etablierung unserer Dienste. Aber gut, so sei es. Zumindest sind wir nicht mehr an den Fronten dieses Konflikts. Vorerst zumindest. Was hast du für mich gefertigt? Derzeit habe ich nichts. Alles klar. Aber wir können mal looten. Die werden noch immer kleiner, die Dinger. Schriftrolle, selbstlose Magie. Cool. Schleifstein. Oh, hier kann ich selber brauen, wa? Einfacher Heiltrank. Starker Heiltrank. Benötigt Rekruten für Lazarett. Da brauchen wir 7 von denen für einen einfachen Heiltrank. Mal 6 Rekruten. Schutztrank kostet nur 1. Okay. Na, wir haben ja eigentlich aber auch noch genug. Weiß ich jetzt nicht, ob wir das unbedingt brauchen. Wenn wir zu einer Stelle kommen, wo es halt hakelig wird, da würde ich dann nochmal drauf zurückkommen. Aber ansonsten würde ich jetzt eigentlich auch gar nichts brauen wollen würden, oder? Gucken wir mal, was wir hier rekrutieren können. Oh, wir haben noch ein Sendschreiben. Das haben wir schon seit ein paar Folgen, glaube ich.
So, was können wir denn hier anwerfen? Ein Alchemist, der das leider für das Braun. Ja, den können wir uns holen. Ein Händler. Angebot an Tränken. Der Tränke für den Gebrauch im Kampf baut. Ja. An Giften. Eine Meisterlehrerin. Unterricht in Wissen, Leben beherrschen und in Verwendung des Magiestabs. Ja, die kann auch mal kommen, die Alte. Gerne. Oh, die haben wir schon. Jetzt haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, das reicht auch, ne? Ach komm, die kann auch noch kommen. Passt schon. Haben wir noch? Wir können auch noch so viel verkaufen. So, dann reisen wir mal ganz kurz nach unten. In die Halle. Heldmauern von Kluftgrenz. Dann reisen wir wieder hoch. Dann sind die alle wieder da. Und dann rasten wir natürlich hier oben nochmal. Haben wir eine Händlerin bestellt? Ich weiß gar nicht. Ich glaube wohl. Tja, der Krieg zwischen den Airtexten muss jetzt leider ein bisschen warten, weil, ne? Aha, jetzt sind sie alle da. Wer ist denn er jetzt? Damiro blickt in die Ferne in Richtung des Steinmeers. Soweit war ich noch nie von zu Hause in Halbtor weg. Er atmet tief ein. Die Luft ist viel frischer hier. Das wird der Wirksamkeit der Kräuter helfen. Du kannst dir vorstellen, welche Schwierigkeiten wir mit dem Edikt im Steinmeer hatten. Das hast du für mich gefertigt. Derzeit nichts. Okay. Das ist einer, der was herstellt. Turmarbeiter, Turmarbeiter. Das wird doch hier der Händler sein. Oder? Gela. Gela salutiert vor dir. Graven Ash hat mir die Erlaubnis erteilt, deinen Turm zu dienen. Meine Kontakte im Norden beliefern mich mit einem breiten Sortiment an Tränken. Zeig mir, was du zum Verkauf anbietest. Oh, ein Talisman. Nice. So, Rastvorräte hat es auf jeden Fall. Ah, da. Dann rasten wir jetzt einmal. Dann holen wir uns neue Vorräte bei ihr. Hallo. Zeig mir, was du zu verkaufen hast. Mal Rastvorräte. Einmal bitte. So, dann gucke ich in unseren tollen. Der kann weg. Sturm. Ah, ist schon nice. Ah, zack. Viel Spaß damit. Meine Liebe. So, dann können wir dahin, ne? Altmauern von Kluftgrenz. Ja. So. Naja, das war ja jetzt eigentlich relativ einfach, ne? So, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir das natürlich noch befreien. Ach, jetzt sind wir so auf der Seite rausgekommen. Das ist ja jetzt schon ein bisschen merkwürdig. Naja gut, dann greifen wir die halt alle an. Ist ja im Endeffekt auch egal. Machen wir hier einen Cut. Nächsten Folge geht's weiter. Tschüss.